Willkommen zu Formel 2 2021 Karriere mit Oscar Piastri. Wir sind hier in die letzten Rennen und das ist auch schon der Countdown zu F1 22. Ich freue mich extrem, wenn es endlich losgeht, aber hier jetzt noch einmal Mexico City, Brasilien werden wir noch fahren, Saudi-Arabien und natürlich das Saisonfinale in Abu Dhabi und das in den nächsten 4 Wochen, weil dann geht es endlich los. Hier haben wir den Autodromo Hermanos Rodriguez, 17 Kurven, 3 DS-Zonen und eine Mega-Kurve, also eine Mega-Strecke, die richtig bockt. Also man kann hier auch richtig gut überholen, natürlich mit der 1,2 Kilometer langen Geraden. Abonniert gerne den Channel, schaut gerne auf iTunes durch Gaming auf TikTok und natürlich auch auf iTunes durch Gaming auf Instagram und auch auf its_tobi auf TikTok vorbei. Hier haben wir nochmal den Starting Grid. Wir werden jetzt nur noch Hauptrennen fahren, weil diese Sprintrennen einfach nicht bocken. Es tut mir leid. Ich möchte einfach nur eine komplette Action in einem Rennen. TikTok und Armstrong aus der ersten Startreihe und dahinter Puccher und Drugovic. Puccher hat eine gute Chance, in die Formel 1 aufzusteigen nächstes Jahr. Schwarzmann und Sato, Daruela und Samaya. Dann haben wir Aitken und Joe, Viscal und Lungard, Verschoren und Beckmann. Dann dahinter auf 15 Boschung und Wips, Lawson und Fittipaldi. Auf 18 dann Lirim, Sendelli und Nisani, Deledras und wir als Oscar Piastri. Auf dem letzten Startplatz, der halbe Sekunde ist der 21. Platz, nur langsamer. Also das zeigt schon mal, auf was für einem hohen und sehr stabilen Niveau, die alle zusammenfahren. Unser Start war eher gammelig, aber das ist hier in Brasilien, hier in Mexiko nicht so schlimm, weil in Mexiko kann man richtig gut überholen und vor allem gerade Start und Ziel, da ist eigentlich der zweite Platz besser wie der erste Platz. Man kann hier gut überholen. Ich meine, wir haben jetzt den, 22. Platz, aber schaut mal, hier in der ersten Kurve geht einiges. Ja, da gehe ich ein bisschen vorsichtiger rein. Wir werden hier oft aneinander geraten mit unseren Teamkollegen. Das ja schon mal vorweggenommen. Das wird uns zurückwerfen und uns wertvollen Boden kosten. Hier decken wir mal rechts ab. Ich denke mal zuerst rechts wäre gut, aber die fahren dann alle ganz rechts und hier können wir uns dann immerhin noch den Beckmann holen. Oh mein Gott. Nein, das war der Verschoren. Der Verschor war das. Nein, Lungard, Mann! Da geht es aber richtig zur Sache. Hä? Links steht doch, dass das Verschor ist. Und jetzt ist es auf einmal Lungard. Okay, das war ein kleiner Bug. Ja, und jetzt ist Lungard wieder vorne. Aber jetzt sind wir wieder vorne. Hier müssen wir ein bisschen das Gras mitnehmen. Keine Verwarnung, das ist immer wichtig. Und hier dann die nächsten. Zack. Und wupp. Und zack. Und jetzt geht es wieder hier ans Überholen. Wenn es dann die erste ab der dritten Runde gibt, wird das natürlich alles noch viel spannender werden. Jetzt ist es eher so Trockenübung, würde ich mal sagen, bis wir dann die Überholhilfe bekommen. Alter Vater, Joe bremst hier so früh. Ist natürlich ein Riesenzug, der sich hier angestaut hat. Der geht jetzt bis zum ersten Platz. Dann der erste ist ein bisschen weg. Also vom zweiten so bis zum 11. Platz. Und ist klar, wenn der vorderste bremst, dann ist das wie ein Zimoniger Effekt. Und alle zieht es zusammen. Deswegen musste auch Joe hier ein bisschen früher bremsen. Hier noch einmal die 5 roten Lichter. Wir sind das letzte Auto, also man sieht es hier kaum. Aber vorne sehen wir auf jeden Fall, dass TikTok sehr, sehr gut weggekommen ist. Aber ja, ich sehe auch, dass der Zweitplatzierte fast noch besser weggekommen ist. Es ist auch blöd, man sieht, dass es der Perspektive nicht so gut in die erste Kurve reinlenken tut. Der Blaue als erster, denke ich mir. TikTok hat den Start verloren. Da vor mir hat sich auch einer ordentlich verbremst. Und wir gehen da ganz, ganz vorsichtig außen, ziehen von außen da rein und dann bleibe ich auch ganz, ganz innen, weil ich mich da gar nicht vorbeiziehen traue. Auch hier dachte ich mir, wäre gut positioniert gewesen. Hätte ich mich vielleicht zuerst links positioniert, hätten wir vielleicht noch den Alpinfahrer da vor mir bekommen. Und so haben wir dann noch einen Platz verloren. Ich musste da ein bisschen zurückstecken. Kein guter Exit, aber jetzt haben wir Joe und den 11. Platz dazu. Das war ein schönes Überholmanöver, würde ich mal sagen. Und jetzt Viscal. Wir visieren unseren ersten Punkt, Leute. Jetzt geht's hier durch die SS, würde ich jetzt mal sagen. Durch die mexikanischen SS, die vom Schwierigkeitsgrad her fast gleichzustellen sind mit den wirklichen SS, weil die echt sehr, sehr schwierig zu fahren sind. Viele Kurven, man kann sie aber auch gut mitnehmen, wenn man die Kurven schneidet. Zack, hier. Und wenn man die wirklich gut erwischt, kommt man wie wir hier an Viscal spielend vorbei. Dann machen wir ihm die Tür zu. Auch hier ein bisschen das Auto ausgebrochen, können wir mal sagen. Und ich konnte da nichts dran ändern. Und da kommen wir auch schön durch.
Wir sind 10. Platz, das ist der erste Punkt in der zweiten Runde. Und jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir hier an den 9. Platz dran gefahren sind. Joe ist jetzt schon 3 Sekunden weg. Und hier ein Aitken, DRS ist jetzt open und wir dürfen es endlich mal benutzen. 36.000stel waren wir schneller mit dem DRS. Da gibt es sofort, habt ihr es gesehen, ich berühre hier, ich komme hier nur zu weit raus, direkt Streckenbegrenzung. Egal, sie haben nicht mal geguckt, ob ich mich irgendwie verbremst habe oder vertan habe. Nein, direkt Streckenbegrenzung. Ich habe mir nicht mal einen Vorteil verschafft dadurch, trotzdem war es Streckenbegrenzung. Das ist, naja, ich hoffe, das wird ein bisschen gefixt in Formel 1 22, weil das echt nicht bockt. Daru Wala jetzt vor uns. Ich glaube, den sollten wir hier 9000stel. Das ist so minimal, wie wir hier immer schneller sind im zweiten Sektor. Aber ja, natürlich, das DS hilft enorm und die 9000stel haben wir locker wieder verloren. Ja, dieses Hinterherfahren ist halt nicht so einfach, wie es aussieht. Also ich bin kein Fan davon. Ich fahre auch immer gern ein bisschen überkreuzt. Ich weiß natürlich, man sollte hinterherfahren, weil das natürlich auch die Windschatten und so weiter. Aber natürlich überhitzen dann auch die Reifen, man verbremst sich leichter. Das ist natürlich auch alles mit eingebaut. Und der arme Sato hat hier gleich mal 2 Plätze auf einmal verloren. Das ist, ja, schade um ihn, aber gut von uns gemacht. Ich bin da innen geblieben, dachte mir auch, wenn die da zu zweit in der Kurve reinfahren, da frisst auf jeden Fall einer oder zieht auf jeden Fall einer den Kürzeren. Und in unserem Fall war das eben nicht, ja, Dauwela, sondern Sato. Immerhin waren es nicht wir, obwohl wir waren ja auch Letzter. Und jetzt auch gleich Dauwela. Also das war perfekt, muss man sagen. In einer Runde 2 Stratine überholt. Ja, das Problem ist natürlich, dass ich ein bisschen zu früh dran war. Also ich hätte vielleicht bis hier warten sollen, weil das DRS ist halt eine Macht. Ähnlich wie in Baku, das ja auch am diesem Wochenende stattfindet. Ich freue mich sehr, Megaseason kommt online, auf TikTok wird es vieles, vieles geben. Schaut da unbedingt gerne vorbei. Und jetzt kommt der Fight, den ich vorhin schon angesprochen habe, gegen Robert Schwarzman. Der Junge, den ich eigentlich, ja, mit dem wir ja im Formel 1 2020 unsere Season gefahren sind. Ich komme mir viel besser dran, share hier eigentlich schon viel zu früh aus, dass er weiß, wo ich hin will in der ersten Gruppe. Sieht hier übelst rein, der Junge. Und ja, ich habe hier vielleicht ein bisschen zu früh zugemacht. Ehrlich, ich habe mich da auch zuerst richtig aufgeregt drüber. Es war mein Fehler, auf jeden Fall in dieser Kurve, weil ich hier einfach zu schnell vorbei wollte. Du bist drin im Rush, du willst natürlich so schnell wie möglich nach vorne. Und Alter. Und ja, da war ich auch sehr, sehr früh dran. Da habe ich auch gemerkt, ja, da geht nichts. Also dann das Zweite war jetzt, ja, er hätte da vielleicht auch die Tür ein bisschen mehr offen lassen können. War natürlich klar, er ist ein Fett. Er hat jetzt vielleicht auch nicht im Rückspiel geguckt und dachte sich auch nicht, dass da irgendjemand einen Überholversuch wagen würde. Aber auch gerade in der ersten Kurve, dass, naja, ich bin da selbst schuld. Ich wollte da zu schnell zu viel und gerade wenn es ein Teamkollege ist, glaube ich, hätte ich ein bisschen Rücksicht nehmen sollen. Auf jeden Fall, das war sehr dumm von mir. Hier war es ein bisschen unfair. Ich meine, er hat sich verbremst, das sieht man auch hier. Aber gerade wenn er sieht, ich bin vorne, warum steckt er dann nicht zurück? Er hält dann extra noch drauf und das ist echt sehr blöd gelaufen. Wir waren da beide ein bisschen drüber, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Hier fast mit dem anderen noch gecrashed. Das war ja dann meins. Ich wollte hier unbedingt vorbei. Ja, mit ein bisschen Brechstange. Ich hätte, wie gesagt, ich habe dann in der Kurve später meine Chance bekommen. War natürlich jetzt unnötige Zeit, die wir verloren haben. Sicher 2-3 Sekunden, was ich durch die Scheiße hier verloren habe. Was mein größtenteils mein Kack war. Und hier war ich dann richtig angefressen. Da auch ein Daru Wala, zack, links antäuschen, rechts vorbei. War natürlich jetzt sehr, sehr, sehr blöd, wirklich. Jetzt müssen wir noch 1-2 Runden länger wie die anderen draußen bleiben, um überhaupt, dass sich das überhaupt auszahlt, hier noch dran zu bleiben. Wir werden danach auf Lila wechseln müssen, also auf diese Purple-Reifen. Und das ist natürlich noch dümmer, wenn wir da jetzt so einen riesen Rückstand auf die Vorderleute haben, da werden wir nicht drankommen. Ich hoffe, dass ich noch einigermaßen die nächsten Runden überstehen werde. Und so ist es auch. Bis zur Runde 15 draußen geblieben. Das Gute ist, die anderen waren schon in Runde 13 drin. Also wie gesagt, gerade diese 2 Runden habe ich noch länger gepusht. Wir werden hier, naja. Immerhin vor Daru Wala und das herrscht schon was. Also wir waren ja auch vor ihm.
Frischer, ja, das sind halt alles diese Leute, die sowieso vor mir waren. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall die frischesten Lila-Reifen und jetzt lassen wir es fliegen. Wir waren in der letzten Runde eine Sekunde schneller als meine alte Runde. Und ich habe es auf jeden Fall nicht, ja, ich habe nicht zu wenig versprochen, ich habe es fliegen lassen. Zack, hier das Podium im Visier. Jetzt war es jetzt mal der vierte Platz natürlich an Pusher. Aber das Podium im Visier mit Prugovic und auch Tekton, wie gesagt, der hat den Start verloren. Und hier außen, schon im Stadion, ich bin nicht mehr so dumm. Ich habe natürlich abgewartet, um hinten zu bleiben. Hier ist die Messpunktlinie für das DRS und jetzt geht's hier gleich auf. Ah, da hatten wir einen schlechteren Exit und ja, das hat sich leider auch nicht geändert. Wir sind hier leider immer noch hinten geblieben an Boucher und jetzt probieren wir es hier. Ähnlich wie beim Teamkollegen, kein Wheelbang, kein, das war nicht aggressiv, das war gut. Ein schöner, klassischer Fight mit Drugovic. Und jetzt Tekton auch noch. 19. von 20 Runden. Tekton verbremst sich hier. Wir kämpfen hier mit dem mit seinem rechten Hinterreifen. Jetzt lasse ich hier ein bisschen laufen. Und ja, natürlich dachte ich mir auch dann hier nicht zu spät. Und ja, ich wollte dann auch zuerst hier reinstechen. Denken so, ja, probieren wir es nicht. Da passiert so viel Scheiße, gerade in der letzten Runde. Oder auch hier, ich glaube, das war mal mit Hülkenberg und Kwiat oder so. Ich weiß nicht, wer da... Das war auf jeden Fall Hülkenberg, der dann in der Mauer gesteckt ist. Und das möchte ich nicht, ihr jemanden das Rennen in der letzten Runde kaputt machen. Auf jeden Fall. Weil auch Drugovic hier nicht weit weg ist, auch Pusher. Die zwei sind ganz, ganz knapp hinter uns. Sala! Und hier ist noch Armstrong. Ich weiß nicht, ob wir den noch angreifen können. Es wird sehr, sehr schwierig werden, irgendwie noch den zu holen. Im Windschatten könnten wir einiges erreichen. Und ja, letzte Möglichkeit vermutlich, Anfahrt zu dieser schnellen Rechtskurve Stadion. Und so ist es auch. Wir sind drangekommen, DRS ist offen. Und im Windschatten, wir nähern uns hier den Führenden ganz, ganz links an, getäuscht dann ganz spät. Aber wirklich ganz spät noch mit einem Reifen auf der weißen Linie gewesen, als ich ihn nicht neben der Strecke geholt habe. Und das ist es hier. Wir gewinnen. Das Konfetti gehört uns vom letzten Platz zum ersten. Und das wirklich fast bis zur letzten Kurve. Dieses unnötige Hin und Her mit Schwarzmann hat mir hier fast den Sieg gekostet. Aber es war wirklich ein tolles Rennen. Ich liebe Mexiko ohne Ende. Brasilien wird schwierig. Auch Saudi-Arabien, oh mein Gott, mit den Formel 2 Autos. Das wird echt sehr, sehr interessant werden. Und Abu Dhabi noch, Leute. Schaut gerne vorbei. Und wir werden auf jeden Fall fett noch rein starten. Auch die My Team Season wird noch zu Ende gefahren. Wir haben noch 5 Rennen und auch noch 3 Wochen. Also jeden Tag, jede Woche mindestens 1-2 Videos. Auch am Wochenende kommt noch die Mega Season. Wir werden in Aserbaidschan 50% alles geben, was geht. Und hier ist dann nun Oscar Piastri. Vielleicht machen wir ein Special und werden in Saudi-Arabien 100% Hauptrennen fahren. Nicht in Saudi-Arabien, in Abu Dhabi 100% Rennen hier fahren zum Abschied unserer Formel 2 Karriere. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Es war ein tolles Wochenende. Also Wochenende. Es war ein tolles Rennen auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr fandet das genauso. Wir sind hier mit Armstrong und Drugovic am Podium, nein, Tekton und Armstrong, Tekton und Armstrong, also verdient beide oben, die sind doch vom Start an weg hier um den ersten Platz gefahren und da kann man noch nichts sagen, es war ein tolles Rennen, ich liebe die Formel 2 und ich hoffe, die wird auch bestehen bleiben mit der neuen 2022er Generation. Schaut gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf TikTok auf EZ-Tobi, Links wie mal unten in der Bio und abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Für mehr Formel 1, wie gesagt, jeden Tag ein neues Video. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.